Es ist so, dass die Veranstaltung der AfD quasi den Wahlkampfauftakt für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd und Backnang darstellt. Und deshalb freuen wir uns jetzt, eine Vertreterin des Libertären Treffens aus Backnang auf die Bühne zu bitten, die uns die schillernden Neonazi-Kandidaten der AfD im Detail vorstellen wird. Vielen Dank! Liebe Freundinnen, liebe Antifaschisten, gemeinsam setzen wir heute ein Zeichen gegen die AfD in Gmünd. Wir machen euch in unserem Beitrag etwas die Umstände näher bringen, unter welchen die AfD in den Wahlkampf startet. Und zudem, wie es um die AfD in Backnang steht, den anderen Teil des Wahlkreises. Vorab mag manches verwirrend wirken, jedoch ist dies sinnbildlich für diese Partei und ihren aggressiven Umgang. Dass dabei Leute auf der Strecke bleiben, zeigt sich bereits an der Kandidatenaufstellung der Partei. Bis vor knapp 3 Wochen hieß der Kandidat des Wahlkreises noch nicht Andreas Wörner, ein eher etwas schwammig auftretender Typ, welcher sich selten auf Fauxpas leistet oder zumindest verhindert, dass diese publik werden. Ursprünglich sollte heute hier neben Markus Frohnmeier jedoch ein alter Bekannter dessen stehen, Frank Krahl aus dem Backnanger Umland. Krahl hatte in der Vergangenheit bereits in der Partei Karriere gemacht und in der Bundesgeschäftsstelle sowie dem Landesvorstand gesessen. Es folgte die Spendenaffäre um Alice Weidel und die Beteiligung an einem internen rechten Putschversuch gegen den noch bestehenden Landesvorstand. Selbst vor der Zusammenarbeit mit einer NSU-Anwältin machte Krahl nicht Halt. Seine ehemaligen Kollegen bestätigten ihm anschließend, dass Gebrüll, Pöbeleien, Anschuldigen und dergleichen mehr zu seinem Standardrepertoire gehörten und er eine Spur der kollegialen und moralischen Verwüstung hinterließe. Diese umstrittene Personalie war es, welche die erste Aufstellungsversammlung für Backnang Schwäbisch Gmünd gewann und damit vieles über die Zusammensetzung dieser Ortsverbände aussagt. Besonders sticht dort der Ortsverband Backnang hervor. Nicht nur, dass die beiden Gemeinderäte sich nebenbei als Online-Trolle betätigen, so positioniert sich der Ortsverband offen am rechten Rand der ohnehin schon rechten Partei. Die klare Sympathie zum Flügel drückt einer der beiden Stadträte dadurch aus, dass er ein Bild von sich neben Höcke seit Jahren als Profilbild hat. Selbiger teilte immer wieder Bilder mit Anleihen aus dem NS und war zuletzt im Schwurbelspektrum aktiv, wo er sich auch indirekt zu QAnon bekannte. Für den harten Rechtsaußenkurs stand auch im letzten Jahr eine Veranstaltung mit Stefan Repple, als dieser parteiintern schon kurz vor dem Verweis stand. Dessen Einstehen für eine nationale Revolution und Verteidigung von offenem Antisemitismus findet in der Backnanger AfD offenbar gute Freunde. Mit der kurzzeitigen Wahl Krahls zeigt sich der starke Einfluss des faschistischen Flügels und seine offenkundige Heimstätte in Backnang. Damit wollen wir jedoch nicht sagen, dass der restliche Teil der Partei für uns okay wäre. Sie besteht aus Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Frauenverachtung, Abschottung, autoritären Fantasien und Ableismus. Jenen, die mit ihnen reden, möchten wir nur entgegenrufen, dass man mit Faschisten nicht diskutiert. In diesem Sinne rufen wir auf, sich der Partei in den Weg zu stellen und ihnen das Leben schwer zu machen, auf allen Ebenen, mit allen Mitteln. Partei fürs Kapital. Vielen Dank auch für diese Rede. Wir als Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, Schwäbisch Gmünd, leisten, Josch hat es vorhin schon angedeutet, eben seit der Gründung im Jahr 2016 aktiven Protest gegen rechte Gewalt und Rassismus, gegen Frauen- und Homosexuellenfeindlichkeit, gegen die sozialen Spaltungsversuche und geistigen Brandstiftungen durch die AfD und deren Abgeordnete und Vertreter. Wir tun dies aus antifaschistischer, zivilgesellschaftlicher und demokratischer Verantwortung vor der Geschichte, im täglichen Ringen für eine solidarische und vielfältige Gesellschaft, in der eben jeder Mensch unabhängig von Herkunftsgeschichte, Geschlecht oder Sexualität ein Leben in Würde und in Freiheit führen kann. Die Partei AfD, und das wurde hier in allen Reden heute deutlich herausgestellt, ist der parlamentarische Arm der extremen Rechten in Deutschland.
Ihre Verbindungen zu Holocaustleugnern, rechten Attentätern wie dem Mörder von Walter Lübcke oder Stefan E., den rechten Netzwerken wie der Identitären Bewegung oder Parteien wie der NPD sowie ihre aktive Teilnahme an Nazi-Aufmärschen in rechten Burschenschaften oder ehemaligen neonazistischen Jugendorganisationen wie beispielsweise der heimattreuen deutschen Jugend ist hinlänglich bekannt. Mit ihren Anfragen in den Parlamenten, ihren Auftritten und ihren öffentlichen Erklärungen leisten sie der Gewalt auf der Straße gegen ökonomisch benachteiligte oder wohnungslose Menschen, gegen Einwanderinnen, Menschen mit abweichenden politischen Einstellungen oder Gewerkschafterinnen aktiven Vorschub. Ihre rechten Erzählungen stärken den ideologischen Nährboden sowohl für Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte als auch für Attentate wie die in Halle oder Hanau. Und genau deshalb ist ihnen überall entschlossen entgegenzutreten. Sei es im Alltag, sei es im Betrieb, sei es in den Parlamenten oder eben so wie heute hier vor dem Kongresszentrum. Bitte schaut um euch und machen wir uns klar, wir sind die Brandmauer gegen rechts. Vielen Dank.